Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Daniel und in diesem Video geht es um den PC von innen reinigen. PC quasi, wenn er total verdreckt ist, wie kann man ihn am besten reinigen? Spaß beiseite. Das ist ein heikles Thema, denn wenn dein PC immer weiter verdreckt und vermüllt und zustaubt, können auf jeden Fall irgendwann, vielleicht brennt die Kiste einfach mal ab. Das ist mir noch nie passiert, aber böse Zungen behaupten das. Jedenfalls kann die Leistung dadurch beeinträchtigt werden, wenn die Bauteile zu heiß werden, wenn der Prozessor zu warm wird oder die Grafikkarte zum Beispiel, dann kann es auch sein, dass es ein Bluescreen erzeugt und dein PC einfach abschmiert. Und ich möchte dir heute zeigen, wie du deinen PC ganz einfach sauber machen kannst. Es gibt zwei gute Möglichkeiten. Einmal die gute alte Handarbeit. Und die möchte ich dir heute zeigen. Was du dafür brauchst, siehst du jetzt hier. Und zweitens gibt es die Möglichkeit, den PC mit Druckluft zu reinigen. Einmal gibt es diese Druckluft, sehen aus wie so Farbdosen. Da ist aber Druckluft drin. Damit hast du die Möglichkeit, den PC so auszublasen. Oder eben mit einem Kompressor. Mit so einer Pistole dran, wo dann die Luft dann rauskommt. Dabei solltest du aber beachten, dass du die Lüfter irgendwie, die internen Lüfter im PC irgendwie mit Tesa oder so festmachst. Denn die können wirklich auch Strom erzeugen, wenn man da reinbläst. Ich habe das am Anfang nicht geglaubt, aber ich habe es dann auch nachrecherchiert. Und eventuell können da auch Bauteile kaputt gehen. Also nur zur Sicherheit. Wie gesagt, die zwei Möglichkeiten gibt es. Ich möchte dir heute aber die Möglichkeit der guten alten Handarbeit zeigen, weil nicht jeder einen Kompressor hat. Und ich hatte auch keinen, sonst hätte ich ein Tutorial darüber gemacht. Gut, genug gequatscht. Ich zeige dir jetzt direkt, wie es funktioniert. Ist ganz einfach und es macht auch Spaß, wenn der Rechner danach wieder schön sauber ist und wieder schön läuft. Viel Spaß dabei. Ja, wie bei allen PC-Arbeiten intern sollte man natürlich alle Kabel entfernen, ganz besonders natürlich das Stromkabel, ganz wichtig. Und man liest doch oft, dass man bei internen Arbeiten sich vorher erden sollte, entweder über ein Erdungsband oder man packt vorher nochmal an die Heizung und entlädt sich dort. Ich für meinen Teil habe das noch nie gemacht und es ist auch noch nie was mit dem PC passiert, aber ich möchte es nur noch einmal sagen, der Sicherheit wegen. Macht ihr das wirklich auf euer Risiko, wenn da was passiert, dann habt ihr halt Pech gehabt. So, das ist das Gehäuse, wird an vier Schrauben, kann man das aufschrauben. Wir müssen nur auf der rechten Seite die zwei Schrauben losmachen und ich habe jetzt hier so ein Spezialgehäuse, da geht es mit zwei Klicks auf. Bei allen anderen Gehäusen müsst ihr wahrscheinlich dieses Seitenteil nach hinten ziehen und könnt dann schon das Innere eures PCs sehen. Jo, wir fangen direkt an. Ich mache vorne meine Frontklappe von meinem Gehäuse ab. Bei mir geht es relativ einfach. Bei dir musst du mal gucken, wie das funktioniert, ob es überhaupt funktioniert. Und dann wird das Ganze hier abgesaugt. Hat er deutlich gesehen, wie verschmutzt diese Frontplatte ist. Und dabei muss ich natürlich darauf achten, dass ich nicht mit einem Staubsauger diese Schaumstoffplatten da einsauge. Danach nehme ich mir dann das Frontgehäuse vor, halte den Lüfter fest und sauge da vorsichtig drüber und den Rest. Dann geht es an die Seitenklappe, also beziehungsweise das, was unter der Seitenklappe ist. Mach da weiter, eventuell mit dem Tuch nochmal nachputzen, je nach Bedarf. Und da kann man jetzt nicht wirklich viel kaputt machen. Und als nächstes folgt natürlich die Rückseite, dort auch wieder den Lüfter festhalten. Und dann geben wir uns an das Innenleben des PCs. Dort auch wieder den Lüfter festhalten und vorsichtig dort den Staub hinaussaugen, je nachdem, wie gut man da reinkommt. Möglichst vorsichtig keine Bauteile beschädigen, also das ist ganz, ganz wichtig. Und dann schnappe ich mir einen Lappen, gehe überall mal drüber und puste mal durch und baue als nächstes die Grafikkarte ab. Ist auch ganz, ganz einfach, eine Schraube raus, dann die Grafikkarte mit zwei Händen da rauspuddeln aus dem Slot. Hier würde sich jetzt wirklich so eine Druckluft-Sprühdose eignen, ich mache es dann mit Mundbetrieb. Eventuell nochmal mit dem Lappen ein bisschen nachputzen und dann. Das Laufwerk auf ist hinten mit dem IDE-Stecker oder nichts verkehrt machen, die Stecker ein bisschen fester, ruckeln an dem Stecker, ist so ein Zacken, so ein Pin oben drauf, also wenn du da Angst hast, da irgendwie decken, das sieht man hier in dem Video, dann ist das kein Problem. Wenn du es generell bei Kabeln, wenn du Anfänger bist, mach dir auch überall an die Kabel so Zettel dran, dass du weißt, was wo rankommt.
Hier sieht man das schön, mein Gehäuse ist auf schnellen Ein- und Ausbau ausgelegt. Wird das Laufwerk mit solchen Plastikschienen gesichert. Kann sein, dass es bei dir mit 4 Schrauben dann an der Seite festgeschraubt wird, das weiß ich nicht. Je nachdem, was für ein Gehäuse hast. Ist im Prinzip aber, wenn man Augen hat und Schraubenzieher, dann kann man da alles außen abbauen. Und hier sieht man auch schön den Grad der Verschmutzung. Genau, das kriegt man eventuell mit Druckluft nicht raus, deswegen kann man da einfach Bauteile abschrauben und mit dem Lappen dann mal nachhelfen. Hier sieht man schön, wie ich die Lüfter dann ausputze, das hat sich auch gelohnt. Und jetzt gehen wir an den Prozessorlüfter dran. Wie ich schon gesagt hatte, am besten mit Vadis Zahnbürste oder mit Muddis Zahnbürste da mal durchgehen. Die wird sich auf jeden Fall den Abend darüber freuen, wenn ihr die Zahnbürste verunstaltet habt. Und ich habe mir dann unten über die Grafikkarte so einen Lappen drüber gelegt, dass der Staub dann darauf fällt. Und hier nehme ich nochmal den schönen, guten, neuen Rasierpinsel vom Vater. Der freut sich auch nachher, die einen Staub im Bad hat. Und damit kann man überall nochmal schön drüber gehen. Ist eine ganz dankbare Sache, ohne jetzt den Lüfter da abschrauben zu müssen vom Prozessor. Das wäre nämlich noch eine größere Angelegenheit. So, als nächstes nehme ich mir hinten den Gehäuselüfter vor. Müsste auch bei euch mit 4 Schrauben im Gehäuse gesichert sein. Möglichst beim Ausschrauben festhalten, dass er nicht runterdonnert auf die Grafikkarte. Dann schnappe ich mir auch wieder einen Lappen und gehe über jeden Lüfterflügel drüber. Und ja, dann sind wir auch schon fast am Schluss angelangt. Ich erspare mir jetzt mal das weitere. Achso, genau, die Festplatte, wenn ihr die noch sauber machen möchtet, je nachdem wie das bei euch verbaut ist, einfach auch wieder die Kabel lösen. Keine Angst, sind alle genormt. Wenn ihr dort wieder Angst habt, irgendwas falsch zu machen, markiert euch die Kabel, was woran kam und kommt. Und bei mir wird das so dann nach hinten rausgezogen. Da sieht man, dass der Lüfter noch daran hängt, den mache ich dann auch ab. Und auch diese Stromstecker sind genormt nach einer Seite, die kann man also nicht verkehrt herum wieder dran machen. Das ist überhaupt kein Thema, ist wirklich alles ganz, ganz einfach aufgebaut. Bei mir wird dieses HDD-Gehäuse mit einer Schraube gesichert vorne, die habe ich vorher abgemacht. Dann kann man das Ganze rausziehen und dann schön sauber machen. Und das ist wirklich alles narrensicher aufgebaut. Wie gesagt, wenn ihr Angst habt, markiert euch die Kabel, dann kann wirklich nichts schief gehen oder nehmt es auf Video auf, dann seht ihr wirklich jeden einzelnen Schritt, wie ihr was abgeschraubt habt und könnt es nachher auch wieder ordentlich funktionstüchtig zusammenschrauben. Ja, und ich mache das hier wirklich sehr, sehr ausführlich, diese Reinigung. Wer natürlich den Turbo-Reinigung ist mit dem Kompressor, ganz klar. Dort ganz wichtig, die Lüfter zu sichern, wirklich irgendwie festzukleben, dass sich da keiner mitdrehen kann und dann einfach das Gehäuse auspusten. Dürfte normal nichts bei schief gehen. Das hier ist wie gesagt die ganz, ganz gründliche Art. Und am Schluss einfach die Schritte alle rückwärts wieder befolgen, alles anschließen. Ich kontrolliere dann nochmal, ob ich alles auch wirklich befestigt und festgeschraubt habe, ob keine Schraube fehlt. Und montiere den PC dann, mach ihn zu. Und freue mich daran, dass alles wieder perfekt läuft. Ja, das war's hier vom PC Innenreinigungstutorial. Und ich hoffe, du hast Lust darauf bekommen, deinen PC jetzt auch mal sauber zu machen. Ich wünsche dir viel Spaß und viel Erfolg dabei. Schau dich noch um auf meinem Kanal. Ich habe noch andere PC-Tutorials. Ich habe auch noch ein Inliner-Tutorial. Wie gesagt, schau dich um, abonniere mich. Gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat. Und dann sehen wir uns ja alle 2 Wochen wieder. Ich würde einfach mal sagen, bis dahin, dein Daniel. Ciao.